Der Große erzählt in der Schule, der Papa arbeitet bei der Tunnelvortriebsmaschine, beim Herreknecht. Und was macht er da? Und er sagt halt, er ist der Chef. Mein Name ist Dennis Hug. Ich arbeite seit 1999 bei der Firma Herreknecht. Ich habe hier die Ausbildung gemacht. Ich bin zuständig für die Vormontage Hydraulik im Bereich TT. Grundsätzlich ist es für mich und für mein Team ganz wichtig, dass man einfach gern zum Arbeiten kommt. Und das ist auch ein bisschen so eine Hauptaufgabe für mich als Verantwortlicher von dem Bereich, dass man einfach schaut, dass es in Anführungsstrichen auch Spaß macht. Wir haben jetzt Indien, wir haben Schweiz, wir haben USA, wir haben China. Gerade wo wir unten bei uns in der Vormontage haben, da brauchen sie die fertige Baugruppe von uns. Und das ist relativ spannend immer. Morgen! Morgen, Dennis. Ist schon Teams mit dem Lupo? Ja. Sagst du mir Gruß? Morgen und alles klar? Das muss immer bei mir gerade sein. Meine Mitarbeiter sagen immer, ich habe einen kleinen Vogel. Und dann tun sie mich jetzt ärgern und machen alles extra durcheinander. Kleiner Spleen. Immer alles ordentlich. Ob jetzt irgendein Material nicht da ist oder irgendwelche Maschinen defekt sind, das kann man alles reparieren. Die größte Herausforderung sind, dass das ganze Team funktioniert. Jeden Tag. Alles Roger? Ich begrüße jeden Morgen meine Mitarbeiter. Ich schließe ja morgens auch die eine oder andere Tür auf. Ja, die Hydraulik ist speziell. Das sind ja wahnsinnig viele Kräfte. Das ist eine sehr saubere Arbeit, weil man darf hier keinen Schmutz reinbringen. Manche sagen, das Herzstück ist der Antrieb. Ich sage, das Herzstück ist die Hydraulik, weil Hydraulik ist das Blut. Und die Hydraulikpumpe ist das Herz. Und die fördern das dann weiter. Und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert der Rest auch nicht. Und der Nachläufer, den haben wir jetzt fertig gemacht, gell? Ja. Was fehlt jetzt noch genau? Ein paar Schläuche fehlen jetzt noch. Das ist jetzt Hydraulikaggregat. Das Blaue hier ist ein Elektromotor, ist immer davon abhängig, wie groß das die Pumpe ist, wie viel kW. Der Motor treibt dann über eine Welle diese Pumpe an. Die Pumpe saugt praktisch das Öl vom Tank, wo da oben ist. Und dann geht es über den Druck heraus und geht nach vorne ins Schild. Willst du wegen den Filter schauen? Hast du mir eine Minute? Ja, komm mal. Also bei uns in die Vormontage, das gibt immer ein bisschen Spielraum, wie man die Rohre verlegt oder die Leitungen. Das ist das Schöne von der Arbeit. Der Steve hat vor 15 Jahren hier angefangen bei der Firma Herreknecht, kam von Peru hierher. Er hat relativ schnell gemerkt, dass er auch sehr viel Feingefühl für Mitarbeiter hat. Und dann kam eben der Vorschlag von Dennis, dass ich diese Aufgabe als Vorarbeiter übernehme. Ich glaube, das hat also zu meiner Selbstsicherheit viel gebracht. Der redet mit jedem, der hat für alles eine Lösung. Er fährt eigentlich nie aus der Haut. Steve, wenn du was Falsches sagst, gell? Abmahnung ist hinter drin. Gut. Komm, jetzt gehen wir gerade mal zum Tobi noch. Ja. Dann können wir das Ziege noch fertig machen. Das ist die Hanna, die ist jetzt im dritten Ausbildungsjahr. Die ist aktuell bei uns in der Vormontage. Ich habe sowas früher auch immer gerne mit dem Papa zusammen gemacht und das hat mich dann irgendwie motiviert. Es kommt immer mehr, dass die Frauen in die Berufssparte reingehen. Das freut uns natürlich. Dafür fallen nicht so viele Schimpfwörter. Ja, nur im Büro sitzen ist nichts für mich. Der Dennis treibt sich halt überall rum und er muss überall seine Späße haben oder machen. Ob ich Stapler fahre, wenn man sieht, dass der Chef selber mal eine Späße in die Hand nimmt, dann denken andere, schau mal, der macht das. Machen wir jetzt einfach mit, das ist ein ganz normaler Ding, das funktioniert dann. Ja, also er bringt immer gute Laune, der ist immer gut gelaufen. Aber nicht, dass du mich als Schauspieler irgendwo engagiert, oder? Aber mich versteht man ja nicht mit dir. Ich hab aber gerade zum Steve geschwätzt, ist jetzt die Woche gut gelaufen alles. Dann könnten wir heute Mittag vielleicht noch raus mit dem schönen Wetter an der Rhein gehen. Nicht ja? Schlecht, machen wir so. Es ist auch Aufgabe, glaube ich, von einem Vorgesetzten, den Mitarbeiter mal von der Arbeit rauszuziehen, damit man wieder mit neuen Kraft reinkommt. Ich bin ein Teamplayer. Das habe ich auch schon von Kind auf im Fußball, Vorstandschaft und alles drum und dran. Es kommt darauf an, wie Bayern gespielt hat.
wenn Bayern verloren hat, dann ist er natürlich dann sprechen. Zum Wohl. Zum Wohl. Erste Runde geht auf mich. Ja. Spät, zu spät. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man im Team was zusammen macht und dass man dann einmal ein Bier zusammen trinkt. Aber das Auto muss man stehen lassen. Ganz wichtig.